So, ich habe jetzt mal auf QR-Code gestellt. Das heißt, wir sehen jetzt hier eine Tabelle. Das Gerät ist an, es leuchtet. Es ist an, hier ist die Station. Hier ist noch eine Tabelle, wo alle Sachen drinstehen, von Deutsch, Italienisch, Englisch, was man so reintragen will, Batterien, des Akkus etc. So kann man einiges, wenn man nach der Anweisung, es gibt ja hier auch einen kleinen Stick, der hier drin ist, den man hier rausfahren kann. Habe jetzt meinen Laptop angeschlossen. Natürlich kann man auch hier reinstecken, dann lädt der um. Und ja, man kann jetzt im Prinzip irgendetwas scannen. Zum Beispiel jetzt hier. Ich scanne jetzt mal hier diese Schokolade. Und die wird dann oben angezeigt. Geht ziemlich flott. Und natürlich kann man das auch mit dem Gerät selbst, da selbst ein. Aber bei dem wird nur halt diese lange Barcode-Nummer angezeigt. Da steht nichts weiter dahinter, aber die Barcode-Nummer wird direkt angezeigt. Natürlich kann man das umstellen auf normalen Code. Auf diesen hier zum Beispiel kann man das dann nochmal umstellen. Natürlich geht nur eins, also er kann jetzt nicht, er ist gerade so eingestellt, dass er zum Beispiel jetzt nur das hier erkennt und geht dann automatisch in die nächste Zeile. Das kann ich jetzt so oft machen, wie ich möchte. Geht er automatisch in die nächste Zeile. Wenn man das jetzt mal hier schnell sehen kann. Das finde ich auch gut. Aber den hier, beziehungsweise den normalen Barcode, den erkennt er jetzt nicht, weil er halt auf dieses hier eingestellt ist. Das ist okay, somit kann man das untereinander unterscheiden und man kann nicht aus Versehen hier drüber kommen, sonst würde man eventuell etwas anderes einscannen, was man nicht haben möchte, je nachdem, was man möchte. Und ich finde es gut, er reagiert sehr schnell. Er hält auch eine ganze Weile durch und ist halt gut tragbar und hat einen ordentlichen Akku. Und die Verbindung, also das Gerät hat sich schnell am Laptop dran gewöhnt. Ich habe es hier wirklich eingesteckt und konnte es dann direkt, fast schon direkt verwenden. Da musste ich nur ein, zwei Minuten warten, bis das fertig installiert wurde. Und da kann man mit anderen verschiedenen Programmen einfach seine Barcodes ein- oder ausscannen. Je nachdem, was man möchte, kann man so eine Tabellen eintragen, was ich sehr schick finde. Und das einzige, wirklich einzige, was ich ein bisschen komisch fand, ist, die Verarbeitung ist okay. Also vor allem von dem Standfuß, das ist echt gut. Es wirkt lediglich bei den Schnittstellen hier, wirkt es so ein bisschen, wie man hier sehen kann, ich weiß nicht, das wirkt ein bisschen billig, aber der Scanner selbst sieht einfach wunderbar aus. Hier nochmal die Warnhinweise, dass hier Laserstrahlen im Prinzip kommen. Und ich bin zufrieden. Und man kann ihn, natürlich kann man ihn auch hier unten nochmal extra laden, wenn man will hier. Wenn man hier sehen kann, das auch nochmal zur Info. Aber ansonsten kann ich nichts Negatives weiter sagen, weil der Job wird gemacht und ich bin zufrieden.